Die Bayern stehen wohl kurz vor einem 100 Millionen Euro Doppeltransfer. Die Rede ist natürlich von zum einen Jonathan Tah, aber natürlich auch vom absoluten Wunschspieler von Max Eberl, von Xavi Simons. Wir schauen uns an, was da jetzt noch fehlt, dass diese Transfers perfekt sind und welche Summe da tatsächlich fällig wird. Zudem soll es um Jadon Sancho gehen. Bei Jadon Sancho sieht es so aus, dass er wohl tatsächlich nicht zu Borussia Dortmund wechselt. Wir schauen uns mal das Problem an. Das und noch mehr Themen jetzt gleich hier. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mein Instagram ab, wuli_insight, für, ihr wisst es, noch mehr News. Aber damit gehen wir rein in das erste Thema. Ja, Vincent Kompany kriegt wohl seine ersten beiden neuen Spieler, seine ersten beiden Transfers, wo er definitiv auch ein Wörtchen mitgesprochen hat. Und der erste, das wird wohl ein ganz besonderer Transfer. Das wird der Transfer von Jonathan Tah. Da ist jetzt ja schon seit einigen Wochen bekannt, ja, die Bayern, sie haben ein sehr, sehr großes Interesse am Abwehrchef des aktuellen Meisters, nämlich von Bayer Leverkusen. Tah selbst hat auch schon signalisiert, er ist grundsätzlich auch bereit, zum deutschen Rekordmeister zu wechseln. Das war jetzt schon lange bekannt, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass die Bayern hier schon richtig, richtig weit sein sollen. Denn nach Informationen der Bild haben die Bayern bereits einen konkreten Vertrag mit Jonathan Tah ausgehandelt. Der Verteidiger könnte bei einem Wechsel nach München wohl ein Gehalt von 9 Millionen Euro plus 3 Millionen Euro Prämien erhalten, was dann also insgesamt 12 Millionen Euro macht, würde sich damit natürlich gerade gehaltstechnisch nochmal deutlich verbessern. Er selber hat auch natürlich gesagt, ja, er findet das gut, dass natürlich viele auf seine Leistungen gucken, dass man die guten Leistungen wahrnimmt und er muss eine Entscheidung demnächst treffen, weil das auch so mit Leverkusen ganz klar kommuniziert wurde. Jonathan Tah hat nämlich nur noch Vertrag bis zum nächsten Jahr und Leverkusen, die haben schon gesagt, ganz, ganz fix, nein, wir können den Spieler nicht gehen lassen, ohne eine Ablöse zu bekommen. Ja, aber was wäre jetzt so an Ablöse ungefähr fällig? Jonathan Tah würde definitiv jetzt nicht günstig werden. Er hat einen Marktwert von 30 Millionen Euro und ich persönlich gehe fest davon aus, dass man auch diese Summe circa zahlen muss, auch wenn er nur noch einen Restvertrag hat. Vielleicht sind es auch 25 Millionen Euro, aber es wird was in diesem Preissegment sein. Er ist eben auch mit 28 Jahren, ist er auch erst dieses Jahr geworden, immer noch ein relativ junger Verteidiger, hat noch viele gute Jahre im Tank, plus deutscher Nationalspieler. Plus, er soll der neue Abwehrchef bei den Bayern werden. Der Transfer ist aber meiner Meinung nach noch absolut im Rahmen. Also das sind Zahlen, die kann man definitiv für einen Spieler wie Jonathan Tah bezahlen. Hingegen müssten die Bayern dann eh gucken, wen sie dann in der Abwehr verkaufen. Min-Jae Kim ist jetzt mittlerweile ein Kandidat geworden. Gestern haben wir ja darüber gesprochen, dass Dayot Upamecano vielleicht sogar bleibt. Also wie gesagt, hier ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. Die Zahlen sind in Ordnung, wir müssen aber auch über einen etwas teureren Transfer reden. Wir haben es ja schon angeteasert, natürlich geht es hier um Xavi Simons, der absolute Wunschspieler von Max Eberl und er soll quasi der neue Königstransfer in diesem Sommer werden. Es gibt hier verschiedene Szenarien, das muss man ganz klar sagen, denn zum einen könnte man theoretisch mit Paris so verhandeln, dass es vielleicht eine Leihe wird, aber bei einer Leihe, da wollen die Bayern natürlich eine Kaufoption. Für sie ist es nicht zielführend, dass sie einen Spieler ausleihen, diesen nur weiterentwickeln und ihn dann an einen direkten Champions-League-Konkurrenten, nämlich Paris Saint-Germain, abgeben. Das würde wohl bedeuten, dass die Bayern versuchen, einen sehr, sehr teuren Transfer irgendwie zu realisieren. Paris Saint-Germain soll auch gesprächsbereit sein. Sky hat jetzt auch gesagt, es gibt bereits erste Sondierungsgespräche mit der Spielerseite. Vor allem Max Eberl will den niederländischen Nationalspieler unbedingt holen. Die beiden kennen sich. Der 50-Jährige hat den Spieler damals auch nach Leipzig per Leihe geholt. Und wie die Bild jetzt berichtet, fühlt sich Simons in der Fußball-Bundesliga auch sehr, sehr wohl und kann sich wohl einen Verbleib in Deutschland auch vorstellen. Sein aktueller Arbeitgeber Paris, die planen auch nicht mit ihm im nächsten Sommer. Sie wollen ihn, wie gesagt, gerne ausleihen. Sollte das aber wohl nicht werden, dann müsste man wohl tatsächlich roundabout 100 Millionen Euro für den Spieler hinlegen. Das kommt auch ungefähr hin, sein Marktwert liegt ja aktuell ungefähr bei 80 Millionen Euro, er hat noch langfristig Vertrag bei Paris, also es wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, so viel zu verlangen, weil das Problem ist bei Paris, sie wollen eben auch diese 100 Millionen Euro, weil tatsächlich Eindhoven hat eine Weiterverkaufsbeteiligung für diesen Sommer von 20%, das heißt, wenn sie ihn für 100 Millionen verkaufen, müsste man 20 Millionen auch an Eindhoven abdrücken. Und da kommt jetzt so eine kleine Krux ins Spiel, das sind wohl so die Pläne der Bayern, es ist wohl so, dass es halt eben eine Idee ist, den Spieler mit Kaufoptionen zu verleihen. Zum Beispiel an den FC Bayern München sollte man dann nämlich Xavi Simons in 2025 fest verpflichten. Dann würde wiederum Paris die vollen Einnahmen einstreichen.
Das wäre nämlich dann vielleicht mit 80 Millionen, 70 Millionen Euro dann doch eine Summe, die Bayern eher bereit sind zu zahlen, als eben nochmal jetzt, wie eben auch für Harry Kane, 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Eins ist klar, es wäre natürlich ein extrem, extrem teurer Transfer. Das ist jetzt schon sicher. Die Frage ist, ob die Bayern das Ganze realisieren wollen. Es sind aber bereits fortgeschrittene Gespräche vorhanden. Also es sieht wirklich so aus, dass wir hier vielleicht in diesem Sommer einen Doppeltransfer sehen werden. Was sagt ihr? Ist das die richtige Verstärkung für die Bayern? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Und dann kommen wir zum Vize-Champions-League-Sieger, kann man das so sagen? Jadon Sancho würde wohl gerne bei Borussia Dortmund bleiben. Er hat jetzt aber sich so ein bisschen auf Instagram geäußert und das hat sich schon sehr, sehr deutlich nach Abschied angehört. Und wir haben jetzt auch tatsächlich wohl konkrete Zahlen. Es ist wohl so, dass die Sportbild jetzt geschrieben hat, ein Transfer von Jadon Sancho, der ist eigentlich nicht zu realisieren. Die Schwarz-Gelben können sich wohl einfach nicht die Dienste des Engländers leisten. Es wäre zum einen ein fester Transfer, der kaum realisierbar wäre, und eine weitere Leihe, die ist zwar denkbar, aber Manchester United wird hierbei wohl nicht mitspielen, denn Sancho hat nur noch Vertrag bis 2026. Das würde also bedeuten, wenn er jetzt nochmal ein Jahr verliehen wird, dann hätte er nächstes Jahr nur noch ein Jahr Restvertrag, wäre dementsprechend günstiger zu haben, und das ist natürlich kein Umstand, den man haben möchte. Das heißt, United, sie drängen auf einen festen Transfer. Die Sportbild berichtet zwar, ja, die BVB-Bosse, sie werden versuchen, tatsächlich irgendwie an die United-Bosse heranzutreten, versuchen, einen festen Transfer oder mit einer geringen Summe oder eine weitere Leihe herauszuschlagen, vielleicht einen Transfer mit noch einer Weiterverkaufsoption von 50%, keine Ahnung. Man muss da irgendwie was einfädeln können, aber wahrscheinlich wird das eher nichts. Eine weitere Leihe wird vermutlich auch nichts. Man hat zwar jetzt 130 Millionen Euro generiert durch die letzte Champions-League-Saison, man wird auch wohl circa 75 Millionen Euro davon in das neue Transferbudget hineinfließen lassen, plus eben mögliche Verkäufe, aber da hat man eben einfach andere Positionen, die man hier abdecken will. Man muss sich in der Innenverteidigung investieren, wenn Mats Hummels geht. Man muss auf der Außenverteidigerposition, wenn man eben Maaßen holen, das kostet auch locker 30 Millionen Euro, und dann sind eben nicht noch Millionen für Jadon Sancho da. Er hat sich auch schon von den BVB-Fans verabschiedet. Es sieht wirklich alles danach aus, dass das nichts wird. Denn United, die wollen eben 50 Millionen Euro mindestens mal haben. Und das ist einfach zu viel für Borussia Dortmund. So, also da der aktuelle Stand. Vielleicht kriegen wir aber auch nochmal ein kleines Update. Vielleicht kriegen wir da irgendwie noch was gedreht. Kommt auch drauf an, wer der neue United-Trainer wird. Oder ob das eben Erik Den Haag bleibt. Wir bleiben dran. Und damit kommen wir zum letzten Thema. Und das ist Josua Zirkse. Josua Zirkse wurde jetzt länger schon mit dem FC Bayern München mit einer potenziellen Rückkehr in Verbindung gebracht. Jetzt aber wohl die Hiobsbotschaft: Nein, das wird nichts werden. Denn AC Milan, sie wollen ihn verpflichten. Sie haben bereits wohl tatsächlich den Club, den FC Bologna, darüber berichtet. Sie wollen die Ausstiegsklausel von eben dem Spieler ziehen. Laut Fabrizio Romano hat das eben eine Höhe von 40 Millionen Euro, diese Ausstiegsklausel. Und wie Fabrizio Romano gesagt hat, Milan hat Vollgas gegeben, sie wollen ihn holen. Sie haben Bologna informiert, sie werden ihn gerne holen wollen. Und die Bayern werden deswegen so 20 Millionen, also ungefähr die Hälfte, noch an Ablösesummen bekommen. Sie haben aber immer noch Matching Rights. Sie können ihn mit einer Rückkaufklausel von 20, 25 Millionen Euro zurückholen. Also theoretisch wäre das möglich. Sie könnten ihn auch erst selber verpflichten und dann neu mit Milan verhandeln, dann vielleicht nochmal, ich sag mal, mehr rausholen. Auch das sind natürlich Optionen. Aber natürlich wurde auch zuletzt in den Medien die Runde gemacht. Vincent Kompany hat Gedanken, Zirkse zurück nach München zu holen, um den Abgang von Erik Maxing, Choupo-Moting im Sturmzentrum irgendwie wieder wegzumachen. Soll aber jetzt alles nichts werden, denn der Spieler sieht es natürlich nicht ein in seinem Alter, dass er da irgendwie der Backup-Stürmer von einem Harry Kane wird. Nee, er will irgendwo als gesetzter Stammspieler spielen. Und das wäre wohl nicht beim FC Bayern München der Fall, sondern jetzt vielleicht bei AC Milan. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Wir hören uns später. Bis dann, Leute. Ciao.